So, hallo Freunde der Zensur und reinen Huch. Habe ich jetzt? Nein, habe ich nicht. Ich sage nur grode, komisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es kann doch nicht sein, dass. Okay, ich hoffe, ich bin geistig einigermaßen da. Nochmal. Was war das denn gerade für ein Einstieg? Ich weiß es nicht. Es hat mir gerade, mein Bildschirm hat gerade komische Dinge getan und dann war ich verwirrt. So, das passt alles noch, ne? Da habe ich nichts verstellt gerade eben. Okay. Gut, wir spielen weiter mit der Pure Version von, richtig? Von Super Wakana Land. Und das fällt mir jetzt erst. Das fällt mir jetzt erst auf, ist in der normalen Version, ist nicht damit zumindest im Intro Wakana? Ist die auch raus? What the fuck? Warum? Ich meine, ich verstehe, dass andere Sachen raus sind, aber doch nicht angezogen. Es ist doch nicht, es ist, die Pure Version soll doch nicht sein, dass alles, was weiblich aussieht, gebannt wird, sondern nur das NSFW-Zeug raus ist. Und das Intro ist doch nicht. Oh mein Gott, ich muss mal kurz als kleinen Test was machen. Und zwar will ich mir nochmal ganz kurz, das hat ja nicht lange gedauert, das Gloomy Castle anschauen. Mit dem lustigen Stern. Gloomy Fortress. Übrigens, Gloomy. Aggressor hat natürlich vollkommen recht. Ich habe Gloomy vollkommen falsch interpretiert. Ich dachte, Gloomy heißt sowas wie. Ja, irgendwie glühend. Ich weiß nicht, warum ich glühend mit Gloomy. Es klingt so ähnlich und irgendwie dachte ich halt, ich kenne das Wort. Und ich kenne das Wort aber überhaupt nicht, weil Gloomy heißt düster. Insofern. Ja, ne? Fail. Dann ist es natürlich ein Gloomy Castle. Und dann sage ich sowas, wow. Dann sage ich sowas Blödes wie, das ist überhaupt nicht gloomy, das ist voll dunkel. Dumm kann man halt auch sein, ne? So, tschüss und tschüss. Mach mal deinen Scheiß. So, jetzt kommt gleich Mr. Mond. Mal gucken, vielleicht will er in der Version dann ja nur spielen oder die Animation ist raus. Das ist halt das, was ich herausfinden will. Weil das ja schon, es ist halt doofe Story, aber es ist halt trotzdem Teil der Story, ne? Danach muss er kommen, Mr. Mond. Irgendwo jetzt. Okay, es ist, er macht kein Grabbel-Grabbel mehr. Ach, Mr. Mond. Mr. Mond. Aber das ist jetzt natürlich. Ja, da würde ich sagen, das ist okay. Das ist so die Version. Die kann man dann auch mal. Ja, ne? Das hat auch dann mehr zum Ausdruck, dass wir die Bösen sind und sein Haus einfach betreten. Und jetzt bin ich gleich tot, wenn ich hier nicht. Ich mach mal kurz einen Save, weil ich will das ja nur angucken. Ich habe jetzt nicht vor, deswegen zu sterben hier. Ich will mir das ja nur angucken. Fuck. Fuck. Ja, ist doch gut. Nein, das ist nicht gut. Oh, das war doch gut. Okay, alles easy. Und dann macht er keinen Grabbel. So finde ich den Stern viel besser. Und was ist jetzt der Text? Ah, das ist jetzt natürlich das Problem, dass der Text, glaube ich, auch nicht kommt, wenn wir schon mal. Wenn wir da schon mal beim Boss waren. Da kam ja bei den anderen auch nicht der Text, sondern sofort der Kampf, ne? Also ich glaube, das wird jetzt in der normalen Version auch passieren. Oh shit. Ist auch Get Lost. Da war dann ja auch kein. Ist jetzt die Frage, ob der. Ja, das finde ich halt nach wie vor blöd. Ist jetzt die Frage, ob der Text raus ist oder nicht? Ich glaube nicht. Ich meine, wenn er schon den Text in der Messagebox editiert hat, müsste er ja auch die Szenen editiert haben. Also das finde ich jetzt so in Ordnung, dass er halt sagt, geh raus aus meinem Haus. So.
Wie auch immer, just another castle. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es ist egal. Oh, ist das... Ah, ich wollte gerade sagen, hä? Oh, machen wir jetzt lauter solche lustigen Dinge? Ah, die kann ich auch abschießen. Okay. Hatte, glaube ich, kein Secret, ne? Ach, der geht hier hoch da. Eine Reset-Röhre, falls ich hier verkacke. Ich glaube, den muss ich mitnehmen. Nee, dann würde er hier stehen bleiben. Ist Quatsch. Was soll ich dann resetten, großartig? Ich komme ja eh nicht mehr zurück. Friss die Steine. Okay. Noch eine Reset-Röhre. Oh wei. Ich gehe einfach selber hier mal durch. Oh mein Gott. Warte, da komme ich durch. Das habe ich gesehen. Nein. Okay, der da oben interessiert mich nicht. Warum bist du überhaupt da? Voll unnütz. Okay. Okay, wir scrollen jetzt ein bisschen. Das heißt, ich kann nicht mehr nach vorne. Einfach durch. Ja, oh mein Gott. Aua. Ja, was? Lösch dich. Und die Blöcke gleich mit. Das ist nicht so gut jetzt. Ah, fuck. Okay, ich nehme an, man startet an der Stelle. Jo. Nicht ganz die Stelle, die ich meinte, aber fast. So. Diesmal nicht. Diesmal weiß ich auch, was mich hier war. Oh, mit einem Schuss hätte ich die erwischt. Ja, Mensch. Das war jetzt übrigens wieder blöd. Macht aber nichts. Ja. Ja. Ich lerne aus meinen Fehlern. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie komme ich? Hä? Ach, da hätte man durchrutschen können, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's kommen sehen. Das war leider überhaupt nicht so smart. Dass man halt nicht nach vorne durch kann, ich weiß doch schon, was kommt. So. Aber das ist immer das gleiche mit Scrolling-Leveln. Nice. So, dann rutschen wir diesmal hier durch. Nein! Man kommt nicht da. Wie kommt man dann da hin? Ich hätte halt schwören können, dass man da durchrutschen kann einfach. So. Hi, ich bleib hier stehen. Ich sehe die Schwierigkeit nicht. Boah, das war knapp. Okay.
Okay. So, jetzt will ich aber dann schon eine Sequenz sehen, hoffentlich. Gucken wir mal. Wenn dieser Boss eine Sequenz hat. Hat er. Oh, more statues. This one looks different. Better I don't touch it. Maidan Marco will touch it instead. Ehehehe. Nee, Quatsch. Das ist sie. Maidan Marco will touch it instead. Ehehehe. Frage mich, ob sie das gleiche gesagt hätte. Aber wahrscheinlich ja. Ich dachte jetzt halt, er antwortet, aber... Weil das so ein Ehehehe war, aber das war dann doch wieder Vakana. Okay, der Boss ist... Nein, 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 ich sag's nicht, weil der wird gleich noch viel mehr schießen. Oder schneller werden, oder irgendwas. Okay, oder auch nicht. Der Boss ist tatsächlich easy. Gut. Juhu! Silly Ships. Gut. Ohne Coins. Dumme Schiffe. Aha. Ein dummes Airship. Das ist in der Tat silly. Sollte ich nehme ich mit. Du bist mein Schild. Tschüss. Du warst mein Schild. Oh mein Gott. Hat aber auch keinen Stern, also kein... Danke. Kein Secret oder... Oh mein Gott. Kein Secret oder so. Ich will dich auch gar nicht getten, weil ich brauche gar keine Leben, du blöder Mond. Was will ich mit einem Mond? Ganz ehrlich, was will ich mit einem Mond in einem Hack, bei dem ich unendlich Leben habe? Da habe ich ja nicht mal Motivation, den Mond zu holen. Wow, wie auch immer ich das überstanden habe gerade. Oh mein Gott. Können wir bitte nicht. Können wir bitte, danke. Nein, nicht gut. Nicht gut, an der Stelle jetzt ein Herz zu verlieren. Das wird gleich alles hier furchtbar schief gehen. Okay, von vorne oder kann ich irgendwo starten? Aha. Na, das ist doch mal was. Kann man da auch unten rum? Theoretisch, wenn man das ein bisschen besser plant, können wir durchmachen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, unten rumzugehen. Hier oben passiert ja auch nichts Schlimmes. Alles Bullshit hier. Tschüss. Kann ich hier? Nee, ich weiß nicht jetzt. Au. Aber jetzt habe ich halt wieder so viel Energie, dass ich wieder ein bisschen mehr wage. Und jetzt weiß ich auch, dass ich ein bisschen schneller hier nach vorne sollte. Weil das sonst schief geht. Das muss man aber auch erstmal wissen an der Stelle. Ich glaube, ich wäre da so oder so gestürbt. Stirbt ihr auch immer. So, dankeschön. Water Castle Nummer 1. Können wir bitte nur ein Water Castle insgesamt haben? Das wäre ganz cool. Hat er einen Secret Exit, ne? Ach ja, ins Wasser darf ich ja nicht. Hoi. Hoi. Da brauche ich nicht. Dumm. Okay,
Okay, hier ist noch nichts mit Secret. Tschüss. Ach, das ist wieder Wasser. Ich dachte, das ist Nebel oder sowas. Was bist du denn? Kann ich dich einfach... Nein, kann ich nicht. Yo! Rudi. Kann ich dich irgendwie killen? Nee. Okay. Holy crap, Pavoni! Okay. Das ist natürlich dann so Speed-Tactic-Ding. Das will man dann natürlich mitnehmen. Und sich von dem in die richtige Richtung. Fuck, das war ja Wasser. Da kann ich dann nicht mehr hochschweben. Da ist alles vorbei. Weise mir den Weg. Oh, ich verliere die Geschwindigkeit leider wieder. Schade. Das könnte man sonst, glaube ich, ziemlich cool nutzen. Ja, man prallt gegen zu viel Zeug und dann verliert man seinen Scheiß. Okay, hier geht's weiter. Secret Exit, würde ich sagen, gefunden. Das war aber sehr offensichtlich. Wait, ich kann da runter offensichtlich, aber vielleicht will ich es gar nicht. Ja, wow. Sick. Sicker Secret Exit. Und dann haben wir jetzt endlich Sacrifice Nummer 4. Nein, Water... Oh. Okay. Okay, der Secret Exit bringt mich zum zweiten Water Castle. Na. Easy Betray. So. Wie konntest du mir das nur antun, Secret Exit? Ich habe dir vertraut. Ich wollte doch zu einem Sacrifice. Weil ich immer noch Sacrifice Nummer 4 suche. Wir haben nämlich 5. Wir haben 6. Und wir haben 4. Ne, 4 suchen wir eben. Und das ist schon lustig, dass man da überhaupt nicht durch kann. Aber ist das wirklich wegen Wasser? Ist das wirklich wegen der Wasserphysik oder hat er da einfach nochmal Wände hingebaut? Um das wirklich sicher zu machen, dass man da nicht durch kann. Vielleicht reicht es wirklich, die Physik so umzustellen vom Wasser. Aber mein Gott. Geh du erstmal baden. Und dann gehe ich nicht baden. Aber du gehst baden. Nice. Tschüss. Ich habe einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, gib mir das mal hier. Oh, ich dachte gerade, das ist hier Boden. Oh, scheiße. Nee, das resette ich. Ja. Sick. Schade. Damit haben sich dann auch die Coins wieder erledigt. Weil man es ja immer noch einsammeln kann, wenn man die anderen findet. Es nützt dir immerhin insofern was, dass man... Holy crap! Dass man halt schneller auflädt und da hier wahrscheinlich ein Boss kommen wird. Oh mein Gott! Wobei, wenn es mehr Castle geben wird, kommt vielleicht auch kein Boss. Ich weiß es nicht. So. Wie weit geht das? Ganz schön weit. Oh, das muss bis hierher gehen. Okay, okay, kein Boss. Auch gut. Und das führt mich jetzt wohin? Aha. Also spielen wir erstmal Water Castle Nummer 2. Was nur einen Exit hat offensichtlich. Oh mein Gott. Sobald mich das Wasser berührt, bin ich vermutlich tot. Nicht, weil ich dann instant sterbe, sondern weil ich nicht mehr hochkomme und dann halt Stück für Stück ertrinke. Oh, das ist eigentlich ziemlich brutal.
wenn man mal so drüber, oh mein Gott, hi, drüber nachdenkt. Vor allem, weil man das Wasser so gar nicht so gut sieht jetzt. Weil es ja hinterm Hintergrund verschwindet. Ach so. Okay. Ach nee, Mann. Zum Glück bleiben die auf einer Ebene. Okay, tschüss. Ja, wie jetzt? Das ist auch interessant. Aua. Nee, Mann. Nee. Okay. Oh, ich schwebe schneller runter als ich... Oh mein Gott. Ja, aber stimmt, ich kann ja hier diesmal das Wasser berühren. Jetzt habe ich völlig falsch gedacht. Das war jetzt richtig dumm. Nein, war's nicht. Nice. What? Für was? Und wahrscheinlich wäre hier jetzt ein Bild. Also hier wäre es definitiv ein Bild. Was auch immer hier für ein Bild wäre, das kann jeder selber nachgucken, indem er selber den Hack spielt. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Ich möchte euch motivieren, selber diesen Hack zu spielen. Fuck, ich habe keinen Stift. Hua! Ich reiße hier gleich alles raus. Ich habe ein Blatt, aber ich habe keinen Stift. Moment, nee, auf das Blatt kann ich... auf das Blatt kann ich nicht draufschreiben. Da killt mich mein Vater. Aber auf das, da kann ich draufschreiben. Ja, da kann ich draufschreiben. Gott, jetzt hätte ich fast auf das Arbeitsding von meinem Vater draufgeschrieben. So. C. C. K. S. S. B. E. H. H. U. T. Alles klar. Ich verstehe das. Wofür auch immer. Sollten wir mal ein Passwort brauchen, weiß ich Bescheid. Ja, sick. Okay, dann machen wir halt noch Water Castle Nummer 3. Oh. Oh. Sollte ich mal ein Passwort brauchen. Ja gut, also C. K. S. S. B. E. H. H. U. T. Habe ich gerade das... Habe ich das V? Und jetzt? War es nicht richtig? Nein, ich hätte durch die Tür gehen müssen, ne? Ich bin so dumm. Oh Gott, ich hätte einfach durch die Tür gehen müssen, richtig? Ha, leck mich doch am... Ah, mein Gott. C, K. S, S. B, E. H, H. U, T. Ich bin so eine Pflaume, es ist traurig. Scheiße. Ich
Ich möchte bitte nicht nochmal das Passwort eingeben, wenn ich hier sterbe. Ich setze mal ein Safe State. Also das Passwort öfter eingeben, das wäre halt Schwachsinn. Aber ich schätze mal schon, dass er da ein Safe hingesetzt hat. So nett ist er, oder? Okay. Er ist nicht so nett. Aber wie gesagt, dafür habe ich jetzt meinen Safe. Den kann man dann auch mal einsetzen. Oh, die Stühle ist weg. Das ist ja frech. Oh shit, da müsste auch so ein Viech sein. Oh mein Gott. Lösch dich. Oh, lösch dich. Energie nicht so geil. Vor allem, wenn ich jetzt hier weggehe. Warte mal. Nicht so geil. Okay, hier kann ich stehen. Nein. Geh weg. Lebende Ziel! Oh! Okay. Cilia Bridge, also eine noch blödere Brücke, okay. Hier war ein Stern. Es kann ja kein doofes Bild sein. Es müsste so ein Ludi-Ding wahrscheinlich sein. Das brauchen wir aber wegen den Passwörtern. Ich habe leider die anderen Ludis mir nicht mehr aufgeschrieben. Also nochmal CK. SS. BE. HH. UT. Oder ist der Secret ein anderes Passwort, was man hier eingeben muss? Und dann kommt man woanders hin. Ich weiß nicht, kann sowas sein? Ich habe kein Stay, ich habe wieder kein Stay. Okay, ich setze ihn hier. Komme ich hier vielleicht irgendwo raus? Nein, da ist auch keine Röhre. Okay. Ich muss mich jetzt mal genau umgucken, wo hier ein Secret sein könnte. Ich bin ja gerade ziemlich durchgewascht. Da oben ist auch nichts, okay. Machen wir mal ein bisschen langsamer jetzt hier. Aber hier kommt auch keine Plattform. Na, geil. Doch, da ist eine Plattform. Okay. Also gut. Wenn man ein bisschen langsamer macht. Ja. Dann sollte man also da auch nichts zu befürchten haben. Da ist die Plattform. Und dann schafft man es auch bis hier rüber. Ja, gut. Da ist dann nur das Herz. Hier nichts weiter.
Jetzt hoffe ich mal, er hat auch überall den Stern weg, wo man dann kein Secret mehr reinkommen kann. Aber zum Beispiel bei dem Nachtlevel war ja, glaube ich, kein Stern mehr, ne? Das heißt, wenn jetzt noch ein Stern da ist, ist es auch ein Secret, was wir wirklich erreichen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ich sehe es. Ja, da wäre Ludi gewesen. Da wäre wieder das Ludi-Bild gewesen. Das kennen wir ja schon. Da wäre also nichts Neues jetzt passiert. Also Ludi Nummer 3. Ist ein L. Jetzt schreibe ich mir die mal auf. Das erste hat mir, glaube ich, Patrick geschrieben. Das muss ich mir auch noch nachträglich nochmal aufschreiben. Ich weiß das zweite, aber und das vierte nicht mehr. Vielleicht weiß noch jemand, was wir da hatten. Kann es in die Kommentare schreiben. Ja. Sonst muss ich nachschauen. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Dann geht's das nächste Mal weiter mit der dümmeren Brücke. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.